Hallo, heute ein kleines nachträgliches Announcement. Wie viele von euch wahrscheinlich mitbekommen haben, habe ich letzte Woche die beiden ersten englischen Videos auf diesem Kanal veröffentlicht. Ich war mir lange Zeit nicht sicher, soll ich die auf diesem Kanal in einer englischen Playlist machen oder mache ich einen parallelen englischen Kanal? Es haben mir dann einige von euch geschrieben und ich habe mich auch nochmal mit anderen YouTubern schlau gemacht und beraten. Deswegen habe ich das nochmal umgemodelt. Es gibt jetzt also einen parallelen Kanal, Six Dimensions in Color. Logo sieht auch so ähnlich aus. Und auf dem habe ich die beiden Videos noch einmal hochgeladen und dort sind sie jetzt zu finden. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist Heim im Ausland völlig unbekannt. Also noch unbekannter als in Deutschland. Es gibt abgesehen von Ludwigers Buch, The New World Rule of the Physicist Burkhard Heim, gibt es keine englischen Publikationen über ihn und von ihm sowieso nicht. Ihr könnt mithelfen, das zu ändern, also seine Bekanntheit im Ausland zu erhöhen, indem ihr den Kanal bzw. die Videos mit euren Freunden auf der ganzen Welt teilt. Wenn ihr ebenfalls den englischen Kanal nochmal abonniert, wäre das natürlich auch toll. Je mehr Abos, Watchtime, Klicks, umso öfter werden die Videos natürlich vom YouTube-Algorithmus angezeigt. Ich werde zunächst die Videoreihe, also die erste Videoreihe, die ich hier gemacht habe, die sechsdimensionale Welt, werde ich auf Englisch dort veröffentlichen, dann haben die alten Videos auch endlich mal eine bessere Tonqualität. Und außerdem habe ich mich entschieden, die mathematischen Herleitungen, die ich hier auf Deutsch einmal begonnen habe, die werde ich auf dem englischen Kanal weiterführen. Also die ersten nochmal übersetzt dort reinstellen und dann weiterführen dort. Zum einen glaube ich, oder habe ich den Eindruck, international hat Heim noch wesentlich bessere Karten, von der akademischen Welt wahrgenommen zu werden als in Deutschland. Und zweitens glaube ich, wer mit der Mathematik von euch etwas anfangen kann, der ist auch englische Fachliteratur gewohnt und wird damit keine Probleme haben. Unten findet ihr noch einmal alle relevanten Links und hier der direkte Link zu Six Dimensions in Color.